Da natürlich absolut recht mit Ihrer Aussage. Vielleicht noch ein Zusatz. Das Band ist 4 bis 6 cm breit und der Stab ist 50 bis 60 cm lang und besteht aus Holz. Und wir sind mitten im Finale mit dem Band bei der Teilnehmerin Nummer 5. Die kommt aus der Ukraine, Tamara Erofejeva. Und als kleine Anmerkung für Sie, die besten 8 haben sich gestern im Qualifikationswettkampf hier qualifizieren können. 124 Teilnehmerinnen, 124 Übungen hat man gestern gesehen. Die besten 8 pro Handgerät dann im Finale und die besten 2 daraus bestreiten dann das Winnersfinale. Und wir haben ja schon die beiden derzeit besten Gymnastinnen Kabeiva und Witritschenko gesehen mit Seil und Ball. Vielleicht etwas ungeschickt von der Ukrainerin, hier vor einem schwarzen Hintergrund ein schwarzes Seil auszuwählen. Das kommt natürlich dann nicht ganz so gut, auch für die Kampfrichterinnen schwer zu erkennen. Die Gymnastinnen selber können ja die Farbe des Bandes bestimmen. Das ist eine dieser Höchstschwierigkeiten. Das Band wird geworfen und die Gymnastin macht dann Durchschläge oder hier Rollen, 2 Rollen hintereinander. Schon sehr schwer, extrem schwer wäre es, wenn sie 3 Rollen hintereinander machen würde. Tamara Erofejeva. Eine letzte Darbietung von Tamara Erofejeva. Sehr ausdrucksstark. Dieses Gerät, das Band, ist absolut ihre Stärke. Schlangen, Spiralen, verschiedene Arten von Würfen und Pirouetten müssen bei der Bandvorführung gezeigt werden und verschiedene Arten von Lösen und Fassen. 9,966 die Wertung von Tamara Erofejeva. Vorne liegen Julia Raskina aus Weißrussland.